Mit dem Frühling kommt nun auch die Heuschnupfenzeit. Welche Pollen sind denn gerade aktiv im Vormarsch? Momentan sind Birkenpollen stark aktiv und in nächster Zeit werden auch Gräserpollen vor allem jetzt mit Anfang Mai wieder sehr aktiv werden. Wer kann denn eigentlich Heuschnupfen bekommen? Heuschnupfen kann im Prinzip jeder bekommen. Es ist so, dass momentan geht man davon aus, dass 30-40% der Gesamtbevölkerung von allergischen Symptomen einer oder anderen Art betroffen ist, ob das das Heuschnupfen ist, ob das Asthma bronchiale ist, ob das eine atopische Dermatitis ist. Also kriegen kann es im Prinzip jeder. Es hat einfach die Anzahl der von Allergie Betroffenen in den letzten Jahren sehr stark zugenommen und dieser Trend hält auch weiter an. Gibt es eine spezielle Altersgruppe, wo Heuschnupfen eher anschlägt? Also es ist heute so, dass eigentlich alle Altersgruppen betroffen sind. Grundsätzlich gilt schon, umso älter man wird, umso weniger allergische Beschwerden hat man. Aber von dieser These, dass nur junge Menschen mehr an Allergie leiden oder allergische Beschwerden bekommen können, ist man inzwischen abgekommen. Also Allergie ist eine Erkrankung jeden Lebensalters im Prinzip. Kann man sich vor Heuschnupfen schützen? Vor Heuschnupfen kann man sich sehr schlecht schützen. Die Pollen durch den Wind überall verteilt werden, ist es sehr schwierig. Man müsste im Prinzip im Haus bleiben oder höhere Lagen aufsuchen zu den Pollenflugzeiten. Das ist quasi unmöglich. Also so ist eine wirkliche Prophylaxe eigentlich sehr schwer nur zu bewerkstelligen. Wie können Betroffene damit leichter oder besser umgehen? Betroffene können insofern damit besser umgehen, dass sie entweder Medikamente nehmen, wenn sie Symptome haben, also sogenannte symptomatische Therapie, ob das Antihistaminika sind, ob das cortisonhaltige Sprays sind, Leukotrienen, Antagonisten, gibt es eine Reihe von neuen Medikamenten. Oder, was eigentlich dem Goldstandard entsprechen würde, eine sogenannte spezifische Immuntherapie, also eine sogenannte Hyposensi- oder Desensibilisierungstherapie. Heute nennt man spezifische Immuntherapie, wo das betreffende Allergen in ständig steigender Dosierung zugeführt wird und so eine Art Toleranz im Körper induziert wird. Kann ein möglicher Betroffener unterscheiden zwischen einer Erkältung oder einem Schnupfen zum Beispiel und einem Heuschnupfen? Ist oft relativ schwer nur möglich. Die Symptome sind sich sehr ähnlich, also das ist das Naselaufen, das ist die blockierte Nasenatmung. Bei der Allergie vielleicht eher nur das Augenjucken, die geröteten Augen, die geröteten Konjunktiven dabei, Hustenanfälle. Aber die Symptome einer banalen Erkältung wie auch einer Allergie ähneln sich sehr.